herzlich willkommen. Du bist da zum Saxophon kennenlernen. Sehr gut. Ich bin der Raffaele Lunardi, ich bin Saxophonlehrer hier am Konservatorium. Und das, was du hier siehst, das ist jetzt Tenorsaxophon. Und von der Saxophonfamilie gibt es vier. Da hat man Sopransax, das kleinste, dann das Altsax, das ist als Tenorsax und das grösste Baritonsax. Und jetzt gehen wir schnell die einzelnen Teile des Saxophons anschauen. Für das müssen wir es aber zuerst auseinandernehmen. Ein kleiner Zaubertrick. Und da haben wir alle Teile. Wir haben den Korpus mit der Klappenmechanik. Wir haben den S-Bogen. Wir haben das Mundstück mit dem Rohrblatt, der Zwinge. Und da entsteht der Ton. Das ist genau der Grund, warum ich das Saxophon so liebe. Der Klang ist so schön menschlich und warm. Aber man kann mit dem Saxophon natürlich auch schnell, wild und laut spielen. Zum Beispiel. Man kann natürlich mit dem Saxophon auch ganz verschiedene Genres spielen. Jazz, das ist so das Normalste. Dann haben wir Funk, Blues, Soul. Man kann aber auch klassisch spielen. Man kann auch Filmmusik machen. Zum Beispiel das ist super bekannt. Das Coole am Saxophon ist ja, dass es relativ schnell auch fängt lässig an zu tönen. Zum Beispiel, wenn man mit Playalongs zusammenspielt. Oder dann kann man auch in der zweiten, in einer kammermusikalischen Besetzung spielen. Oder als Saxophon-Quartett, alles ehemalige Schüler von mir. Aber am coolsten ist es natürlich, wenn man dann richtig live mit anderen zusammenspielt, zum Beispiel im Bläser-Ensemble 1, 2 und 3 oder in einer Pop-Rock-Jazz-Band oder am Schluss sogar in der Big Band. Das fängt dann richtig. Und deshalb würde ich mich freuen, dich zu sehen mit dem Saxophon bald einmal bei mir in der Stunde hier am Konservatorium. Bis dann, alles Gute, tschüss!